Reisen nach Schloss Trautmannsdorf Seltsamkensi Seltsamkensi. Autor D. Seltsamkensi. 4 über dem Park kann man buchstäblich schwebedingter Trennstrich Ben. Auf einer Anhöhe mitten im Wald ragt eine Stahltrebe hinaus ins Nichts. Die tonnenschwere, aber optisch so leicht wie eine Vogelfeder wirkende Treppe bietet einen der schönsten Panoramablicke Südtirols. Berge, Schloss und ein Blumenmeer. Ein luftiges Plätzchen, an dem man eine Staffelei aus bedingter Trennstrich packen könnte. Die im Frühling noch schneebelbedingter Trennstrich deckten Gipfel der Texelgruppe, das sonnengelbe Schloss Trautmannsdorf, ein wogendes Meer aus, wie Perl, Zypressen und einem alten Olivenbaum so bedingter Trennstrich wie dazwischen kleine Wasserbecken, deren oberbedingter Trennstrich Flächen glänzen wie Perlen an einer Kette. Ausgezeichnet, schön. Der luftige Ausblickspunkt, entworfen von Star. Architekt Matthias Thun, ist einer der Höhepunkte in den Gärten von Schloss Trautmannsdorf. Von hier oben kann man nach einem kurzen Aufstieg durch duftende Wälder den riesigen Park am besten über bedingter Trennstrich blicken. 12 Hektar ist er groß und erinnert an ein von der Natur geschaffenes Amphitheater, begrenzt. Von den Steilhängen des Passaiatals und aus laubedingter Trennstrich fällt im flachen Talboden des Edschgrunds. Dabei handelt es sich sozusagen um eine natürliche Bühne für 83 verschiedene Gartenlandschaften, in denen über 700.000 verschiedene Pflanzen gedeihbedingter Trennstrich hängen. Das Areal zählt zu den schönsten gartenbedingter Trennstrich-Landschaften Europas und darf sich mit Enzbre-bedingter Trennstrich-Kenden-Auszeichnungen schmücken. 24 Millionen Euro hat sich das Land Südtirol vor 9 Jahren den Bau des Landschaftsparks kosten lassen. Jetzt im Frühling blühen mehr als 150.000 Tulpen und wiegen ihre Köpfchen im Wind, rot, gelb, weiß, rosa, orange und lila. Ihre bunten farbbedingter Trennstrich-Kaskaden steigen die steilen Hänge hinauf und branden wie Wellen gegen die Fußwege. Auch K-bedingter Trennstrich-Melin und Rhododendron haben jetzt Saison, die japanische Zierkirsche in den Waldgärten ebenso. Im Mai öffnen Kaninen und Rosen ihre Knospen, und wenn es das Wetter zulässt, spitzt auch schon der rote Mohn hervor. 25 Gärtner und Landschaftspfleger sind rund ums Jahr damit beschäftigt, dass sich von Frühling bis Spätherbst jede Blume, jeder Baum und jeder Strauch entsprechend prächtig entfalten kann. Der botanische Park ist unterteilt in Wald-, Sonnen-, Wasser- und Terrassengärten. Einen besonderen Platz nimmt die Darstellung der Landschaften in Südtirol ein. Trautmannsdorf ähnelt einem begehbedingter trennstrichbaren Lexikon in Sachen Vegetationskunde, landbedingter Trennstrichwirtschaft, Gartenbaugeschichte und Gestaltung. Kurstadt mit günstigem Klima. Wer weiß schon, dass es 385 unterschiedliche rohbedingter Trennstrich-Bodendrohnzüchtungen gibt. Der blühende Hang im Waldgartenbereich ist gerade jetzt im Frühling eine der großen Attraktionen. Einer der größten Rhododendren ist 6 Meter hoch und wurde per Sondertransport vom Lago Maggiore nach Meran gebracht. Es ist vor allem das günstige Klima der Kurstadt, das die Verwirklichung des Parks ermöglichter Trennstrichlichte, dadurch können zum Beispiel Lorbeerwälder aus China, Japan und Florida gedeihen, küstenbedingter Trennstrich Mammutbäume wachsen und ein Sumpfzypressenbedingter Trennstrichwald aus dem Mississippi-Gebiet sich wohlfühlen. Eine der ältesten und zugleich markantesten Pflanzen im Garten von Trautmannsdorf ist ein 700 Jahre alter Olivenbaum. Er wächst unterhalb des Schlosses, und meistens steht eine Traube von Besuchern staunend davor. Der knorrige Geselle hat einen Stammumfang von 3 Metern und wiegt 5,8 Tonnen. Aus diesem Grund musste ein eigener Transportwagen für den Weg nach Südtirol gebaut werden. Ursprünglich stammt der Baum aus saarbedingter Trennstrich-Lenin. Sein Alter wurde mit einer sogenannten dehnbedingter Trennstrich-trochronologischen Untersuchung festgestellt. Dehnbedingter Trennstrich-Bei wird mit einem Bohrer Kernmaterial aus dem Stamm entnommen, um die Jahresringe zu zählen.
Die Ringe können aufgrund ihrer unterschiedbedingter trennstrichlichen Breite einer bestimmten Wachstumsbedingter Trennstrichgung zugewiesen werden, erklärt Parkmitar bei bedingter Trennstrichtieren Melanie Steyuna. Eine botanische Sensation. Aber dem ist noch nicht genug. Botanische Sensation ist die Wollemia nobilis, ein Nadelbaum aus der Urzeit. Bis vor rund 65 Millionen Jahren war er weltweit verbreitet. 1994 entdeckte ein Angstra-bedingter trennstrichlicher Wildhüter in einer Schlucht eine kleine anbedingter Trennstrich-Sammlung der Bäume, die man längst für ausgebedingter Trennstrich-Storben hielt. Bis heute ist der Fundort geheim, unbedingter Trennstrich her anderem, um die Bäume vor Krankheiten zu schützen. Ein internationales Forschungsteam untersucht nun Vermehrung und Aufzucht. Die verbedingter Trennstrichwaltung von Trautmannsdorf bemühte sich 2005 um ein Exemplar mit Erfolg. Der Baum ist das erste freistehende Exemplar in den Alpen. Die Wollemia nobilis wird bis zu 40 Meter hoch und wächst rund 50 bis 80 cm im Jahr. Das Besondere an diesem Baum sind nicht die Nadeln, sondern, dass sie einhäusig, also getrennt gehen. 12 Hektar Garten umgeben das Schloss und machen es zum Besuchermagneten. Schlechtlich sind. Es wachsen also männliche und weibliche Zapfen auf einem Baum. Außerdem B-bedingter Trennstrich sitzt die Wollemia nobilis zwei verschiedene blattbedingter Trennstrichtypen, die sich sehr von den europäischen nadelbedingter Trennstrichbäumen unterscheiden. Die jungen Blätter sind hell zitronengrün, die Eltern dunkelblaugrün. Schloss Trautmannsdorf nimmt seine Besucher freibedingter trennstrichlich nicht nur im Frühling gefangen. Im Sommer, zum Beispiel im Sonnengarten, verströmt das blau leuchtende Lavendelmehl einen intensiven warmen Duft. Wer die Augen schließt und den Geruch tief einatmet, fühlt sich versetzt in den lichtdurchflutebedingter Trennstrich ten Süden der Köthe dazu. Auf der botanischen Weltreise ist es dann nicht weit zu den blühenden Rosen im englischen Garten, die sich an kunstvoll geschmiedeten Spalieren nach oben ziehen und die Fußwege einrahmen. Exotisch kühle verströmt der Teich, in dem zwischen Lotusblumenbunte japanische Zierfische ihre Kreise ziehen. Die Atmosphäre in Schloss Trautmannsdorf wusste schon Kaiserin Elisabeth von Österreich, Sisi, zu schätzen. Zweimal kurte die reisefreudige montagbedingter Trennstrichnarchin auf der Anhöhe über Meran. Der kaiserliche Arzt hatte wegen des schlechten gesundheitsbedingter Trennstrichzustands ihrer kleinen Tochter Marie-Valerie zu einer Winterkur im Süden geraten. So entfloh sie sie in strengstem Inkognito, wie es heißt, aber immerhin mit einem schmalen Hofstaat von 102 Dienern. Dem grauen und trüben Wien und ehrbedingter Trennstrich reichte am 16. Oktober 1870 das prunkvoll ehrengebedingter Trennstrich richtete Schloss bei Meran. Sisi blieb 8 Monate und lebte sehr zurückgehend zu bedingter Trennstrich gehen. Um sich in den großen Flameichenwäldern rund um das Schloss zu erholen, ließ die Kaiserin anmutige Pfade, mit feinem Kies bestreut, an lebedingter Trennstrich gehen, um fern und ungestört vom Geräusch der Welt, zu promenieren. 1889 kam sie wieder, musste allerdings nach 6 Wochen wieder abreisen, durch ein heftiges Unwetter drohte ein Bach das Schloss zu überfluten. 2 Millionen Besucher. Durch Sisis Aufenthalte wurde Trautmannsdorf zu einer begehrten und stets ausgebuchten Unterkunft für Adelige und Betuchte. Fürstlich fühlt man sich in dem Park noch immer, auch wenn er zu Sisis Zeiten freilich ganz anders aussah. 1988 entstand die Idee, in dem Areal einen botanischen Garten zu errichten, im Juni 2001 wurde er eröffnet. Über 2 Millionen Besucher haben sich mittlerweile an der Pracht der Blüten berauscht.